Wie hat es als Bobbele immer gesagt, wo es diese Modems noch gab, weißt du, die so gemacht haben, boah, bin ich schon drin? Ja, es läuft schon. Also schauen wir uns doch heute mal die Gold-Silber-Ratio an. Wenn wir jetzt heute die Gold-Silber-Ratio anschauen, dann sind wir ja bei 80,7. 80,7 heißt, der Goldpreis geteilt durch den Silberpreis gibt dieses Verhältnis von Gold zu Silber. Und wenn wir jetzt in Anführungsstrichen uns die Vergangenheit ein bisschen anschauen, dann sehen wir ja, in der Vergangenheit war, zwar von 2012, hat es immer so geschwankt zwischen unten irgendwo so bei 40, oben in der Spitze mal bei 123. Und die Strategie heißt ja alles, ich sage jetzt mal zwischen 75 und 80, alles, was drüber ist. Also alles größer 80 sind wir zu 100% in Silber investiert. Das heißt, wenn ich jetzt Gold in meinem Depot habe, dann macht es Sinn, die Ware bei einem Gold-Silber-Preisverhältnis von über 80 in Silber zu tauschen. Werden wir dann im nächsten Schritt auch mal miteinander machen. Wenn ich unter 40 wäre, dann würde ich meine kompletten Silberbestände oder auch unter 45 dann Stück für Stück die Silberbestände wieder in Gold zurücktauschen. Weil was ich dadurch schaffe, ist, ich habe dadurch garantiert einen Mehrwert. Wenn ich im März 2020 eine Unze Gold hatte, dann war die 1398 Euro wert. Das Gold-Silber-Verhältnis variiert ja über die Zeit, die ganze Zeit. In der Spitze waren wir hier mal bei 123 und seitdem ging es nur abwärts. Aktuell bewegen wir uns wieder auf einem kleinen Aufwärtstrend, hier kurz über 80 und das heißt, dass Silber im Verhältnis zu Gold günstig ist. Was passiert jetzt, wenn ich aktiv wechsle? Das Sven Traudig hat im März 2020 eine Unze Gold gehabt. Das Verhältnis war 1 zu 121. Das heißt, ich habe für eine Unze Gold 121 Unzen Silber bekommen. Im März 2020 hatte ich dann 121 Silberunzen. Ein bisschen später, im August, hätte ich meine Unze Gold gern wieder zurückgehabt. Und zu diesem Zeitpunkt war das Verhältnis nur noch 1 zu 78. Und dann habe ich von meinen 121 Unzen 78 Unzen genommen und mir meine Unze Gold zurückgekauft, getauscht, muss man ganz klar so sagen. Und das heißt, ich habe jetzt 43 Unzen Silber und eine Unze Gold im Portfolio, in meinem Edelmetalldepot. Und das heißt unterm Strich, dass ich jetzt statt nur Gold, Gold und Silber habe. Und wie man das jetzt praktisch umsetzen kann, dazu gehen wir jetzt einfach ins Depot rein. Da kannst du dich direkt in deinem eigenen Depot anmelden und siehst hier als allererstes schon mal, wie viel dein Goldbestand ist und wie viel der Silberbestand ist. Der aktuelle Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis, ist 80,7. Das heißt, idealerweise würde ich jetzt meinen ganzen restlichen Goldbestand in Silber wechseln, weil Silber im Verhältnis zu Gold günstig ist. Und es geht ganz einfach. Ich gehe in mein Dashboard rein, klicke auf die drei Striche drauf, suche mir den Switch-Button, Switch für Tauschen. Wenn ich jetzt nicht meinen gesamten Goldbestand tauschen will, dann kann ich hier die Größenordnung eingeben, die ich gerne hätte. Aber nachdem ich bei 80,7 bin, ist es auf jeden Fall kein Fehler, in Silber zu tauschen. Ich sage jetzt mal, ich tausche hier auf alle Fälle 80 Gramm. Also fast alles, aber sollte das Verhältnis noch steigen, habe ich noch ein bisschen Pulver in der Hinterhand, das heißt Gold, das ich noch tauschen könnte.
Jetzt sieht man hier, der Verkaufserlös sind die 4.026,40 €. Und ich will das komplett in Silber tauschen. Das heißt, ich kann direkt hier auf den Restbetrag draufklicken und automatisch wird die Summe an Gold, die getauscht wird, angezeigt. Im nächsten Schritt muss ich jetzt nur noch auf Weiter klicken und dann wird schon mein Mobil-TAN angezeigt, den ich anfordere, um die Transaktion zu vollenden. Switch bestätigen noch drücken und wieder zurück ins Dashboard. Dann sieht man gleich, dass die 80 Gramm hier verschwunden sind und im selben Zuge Ware, also das Silber, gut geschrieben wurde. Also instant getauscht.